So, hallo und herzlich willkommen zu dem lang versprochenen Love 2D Tutorial, das ja eigentlich schon längst hätte folgen sollen nach dem, ja, nach den Lua Grundlagen Tutorials. Aber ja, hier ist es nun, auch wenn reichlich spät, aber das möchte ich doch denn gerne noch abschließen, vor allem, weil ich ja auch schon ein Spiel vorbereitet habe, wie ihr im letzten Video gesehen habt. Dazu muss ich jetzt allerdings sagen, dass ich dieses Video jetzt vor dem Video aufnehme, das jetzt vor diesem Video rauskommt. Aber das nur, weil ich jetzt sicher gehen will, bevor ich irgendwas ankündige, dass ich das hier schon parat habe und dann nichts mehr passieren kann. So, das nur dazu. Für alle anderen, in diesem Video fangen wir jetzt damit an. Spiele mit Love 2D und Lua, beziehungsweise umgekehrt Lua mit der Engine Love 2D zu programmieren. Und nicht mit der Engine, aber mit dem Framework Love 2D. Und ja, das ist es. Das ist der ganze Spaß. Um mit dem ganzen Spaß auch anfangen zu können, braucht ihr den oder braucht ihr einen Lua-Editor oder auch einfach nur einen Texteditor. Ich empfehle aber halt so eine kleine IDE wie ZBrain, die ist kostenlos und erleichtert euch die Arbeit halt enorm, weil ihr dann hier auch so ein schönes, ja, so ein Projektordner habt und eben auch so eine Autovervollständigung und da auch immer so ein paar kleine Tipps noch bekommt. Aber wie ihr wollt, ihr könnt natürlich auch einfach einen Texteditor nehmen, weil Lua-Code ist nichts anderes außer als Text. So, ZBrain unterstützt auch von Hause aus schon Love2D, da sind auch hier schon ein paar Beispiele dabei. Darauf gehen wir gleich ein. Wenn ihr es noch nicht installiert habt, dann solltet ihr hier auch noch unter love2d.org ja, euch entsprechend die entsprechende Version hier herunterladen und installieren. Und wer halt kurz mal mehr dazu erfahren will, wie das alles funktioniert, im Wiki, dann kommt ihr hier oben zum Wiki, gibt es einen Getting Started Guide. Das geht alles nochmal halt ein bisschen mehr ins Detail, falls ihr vielleicht auch jetzt unter Mac oder Linux arbeitet, findet ihr hier auch noch ein paar Tipps. Und bei Game Distribution findet ihr auch nochmal ein paar Tipps, wie ihr die Sachen am Ende dann weiterverteilen könnt. Denn Love2D ist im Grunde nur ein kleines Programm. Das hier ist jetzt Love, ich starte das mal. Hier sehen wir Super Toast, No Game und ein paar schöne bunte Muster. Und ja, mehr ist es erstmal so nicht. Denn dieses Programm will im Grunde jetzt euren Lua-Code interpretieren und stellt dafür natürlich auch eigene Funktionen und Klassen zur Verfügung, die euch das entsprechend erleichtern. Aber das sorgt halt für eine, ja, für eine kleine Sache, die euch vielleicht stören könnte, aber für die es auch Lösungen gibt. Denn wenn ihr jetzt hier euer Programm habt, ich habe jetzt hier mal das Tutorial-Programm, ist halt einfach nur eine Lua-Datei. Die kann man so erstmal nicht ausführen. Um das Programm, also in ZBrain könnt ihr das, braucht ihr das, also ja, erstmal so vorab. In ZBrain geht das auch so, indem ihr einfach auf Play drückt und dann startet das Programm auch mit Love. Dafür ist ja die Unterstützung da drin. Aber wenn ihr das jetzt so habt, habt ihr hier den Ordner und dieser Ordner muss hier oben direkt die main.lua-Datei enthalten. Denn um das Programm auszuführen, könnt ihr entweder diesen Ordner einfach auf die Love-Exe schieben und ihr seht jetzt gar nichts, weil ich das Ding leer habe. Ja, weil der Code halt leer ist, hier ist noch nichts drin. Ja, das war jetzt ein anderes Projekt. Aber egal. Geht das vielleicht? Ich probiere es mal aus. Nee, das ist halt mit der alten Version noch gemacht. Da sieht man es, da steht es auch. Ja, hier. Projekt 3 ist einfach nur Hello World. Wie ihr seht, das enthält ebenfalls einfach nur, das ist jetzt vom Editor, mit dem ich das gemacht habe, das ist egal. Enthält im Grunde nur diese Lua-Datei. Und ja, dann sieht man hier diesen Ordner da drauf und dann wird das direkt von diesem Programm ausgeführt. Und diese Love-Exe ist hier, wie man hier sieht, nur eine Verknüpfung auf diese Datei, die hier im Programmordner findet. So, andererseits hat man aber auch die Möglichkeit, das kann ich jetzt hier ganz gut demonstrieren,
und könnt einfach den Inhalt dieses Ordners, also auch wenn ihr jetzt hier noch Grafikdateien und weitere Lua-Dateien habt, einfach eine ZIP draus machen. Ich zeige das hier mal. Das ist jetzt eine ZIP-Datei und dann nennt man die einfach um in Love. Und ihr seht es schon am Symbol, es hat jetzt dieses kleine Herzchen in dieser Raute. Und wenn wir das jetzt ausführen, wird es ebenfalls direkt automatisch von Love ausgeführt. Also es ist einfach nur eine ZIP-Datei, die ihr umbenennen könnt in Love. Und dann kann man die auch so weitergeben an andere Leute und die können das dann automatisch so ausführen. Das lösche ich jetzt mal wieder. Das sind die beiden Möglichkeiten. Aber hier auf dieser Game Distribution Seite findet ihr auch noch Anleitungen und Tipps, wie ihr daraus halt eine richtige Exe machen könnt, so dass der Spieler Love nicht installiert haben muss, denn das klappt ja alles nur, wenn ihr halt wirklich Love installiert habt auf eurem Rechner. Ansonsten geht das nicht. Aber wie gesagt, es ist halt möglich, auch eine normale Exe daraus zu machen. Nur, ja, muss man das dann erstmal, ist nicht schwer, auch nicht unheimlich kompliziert und auch nicht, ist egal, aber es ist halt möglich und ihr könnt das dann machen, also da braucht ihr keine Sorgen haben. So, wenn ihr alles installiert habt, also Love und Zero Brain oder den Editor eurer Wahl, bei Zero Brain gibt es halt hier direkt so, weil ich jetzt damit arbeite, wird der ein oder andere, der dieses Video schaut, wahrscheinlich auch dieses Programm benutzen. Deswegen zeige ich auch, wie man das hier am besten macht. Hier hat man, wenn man das Programm zum ersten Mal startet, direkt diesen Beispielordner. Hier sind lauter Beispiele dabei. Und auch ein Love Samples Ordner. Und hier in dieser Demo-Lua-Datei findet ihr auch direkt eine kleine Anleitung, was ihr hier machen könnt und wie ihr das macht. Hier steht direkt als erstes Make Love Executable Available in Pass or Put it into the Default Folders. Also wir haben es ja installiert in die Standardordner. Deswegen brauchen wir das nicht über Pass Available zu machen und können das erstmal überspringen. Ansonsten müsst ihr das halt so machen, müsst ihr euch im Internet erkundigen, wie das geht. Ist auch nicht schwer, aber ja, so. Dann steht hier als nächstes Switch to Love Interpreter bei Gungti Project Lua Interpreter und hier sehen wir, haben wir auch Corona, das ist auch eine Engine. Morai ist, glaube ich, auch so eine Spiele-Engine. Kenne ich jetzt aber nicht so. Jedenfalls gibt es hier auch Love, das wählen wir schon mal aus. Nun können wir diese Dateien aber immer noch nicht ausführen, denn wir müssen jetzt im nächsten Schritt unseren Standardordner aussuchen, denn wir haben ja gerade gesehen, Lua braucht halt immer diesen Ordner mit der Main Lua, Love braucht halt diesen Ordner mit der Main Lua und deswegen müssen wir jetzt hier, öffnen wir einfach mal dieses Beispiel, einen richtig schönen Shooter, der wird euch auf jeden Fall die Socken ausdehnen, das verspreche ich euch. Können wir jetzt aber so nicht einfach machen, denn can't find main Lua file in the current project folder, my programs und das ist halt hier dieser Beispielordner, der bei Zero Brain mit dazu geliefert wird quasi. Und wir müssen erstmal den richtigen Ordner wechseln. Das können wir ganz einfach machen, indem wir jetzt einfach hier diese Datei geöffnet haben. Dann gehen wir auf Project, Project Directory und dann Set from Current File. Und wir sehen direkt, der springt jetzt hier, ich mach das mal wieder größer, der springt jetzt hier direkt in diesen Love Sample Shooter Ordner. Und hier haben wir dann nur noch die Main zu sehen und wir sehen hier den Code der Main. Und ich habe den hier schon bearbeitet, weil ich das Video zum zweiten Mal aufnehme, aber es ist egal. Normalerweise, vielleicht haben sie es auch mittlerweile geändert und angepasst, wenn du dieses Video siehst, aber bei mir hier war diese Zeile drin. Diese Zeile sorgt im Grunde nur dafür, dass ihr beim Starten des Programms Parameter übergeben könnt, beziehungsweise dass diese Parameter ausgelesen werden und man über Parameter im Grunde jetzt hier den Debug-Modus starten könnte. Das hat aber dazu geführt, dass das Programm nicht mehr funktioniert. Wahrscheinlich, weil dieses Beispiel noch für eine ältere Version von Love ist. Und wenn das bei euch auch der Fall ist, könnt ihr diese Zeile einfach mit zwei Minus-Symbolen auskommentieren. Und dann starten wir das Ganze und wir sehen, der Shooter King ist am Start. Und das geht schon los, die Aliens kommen auf uns zu und wir geben unser Bestes, sie alle abzuwehren. So. Das ist halt ein Beispiel, das jetzt hier dem Editor beiliegt, nicht Love2D selbst. Und hier sehen wir auch zum Beispiel, haben wir auch eine Kollisionserkennung und Schießen und
Eine Sache war auch noch, und zwar konnte ich nicht schießen bei dem Beispiel. Warum auch immer, ich habe an den Code davor nichts mehr geändert. Aber hier, diese Zeile, Zeile 25, if key ist gleich, war hier nicht Space angegeben, sondern dieses Space war einfach ein Leerzeichen. Und ich weiß nicht warum oder ob das vorher mal ging in der vorherigen Version. Aber wenn das bei euch ebenfalls der Fall ist, dann hier einfach Space angeben und dann könnt ihr wieder schießen wie die Weltmeister und das Ganze läuft. So, das Video ist jetzt trotz ja doch wieder länger, als ich befürchtet habe oder erhofft habe. Das erstmal soweit dazu. Hier könnt ihr eure eigenen oder die Beispiele erstmal ausprobieren. Und um jetzt aber euer eigenen Code zu schreiben, beziehungsweise erstmal reinzukommen, solltet ihr einen Ordner erstellen. Ganz gleich wo. Einfach, ich habe jetzt hier zum Beispiel Lua, also unter, das ist jetzt unter OneDrive, Projekte Lua Love Tutorial. Hier habe ich jetzt einmal die Main Lua, die könnt ihr auch, ja. Ihr braucht einfach erstmal nur diesen Ordner. So, wenn ihr diesen Ordner erstellt habt, geht ihr hier Project Directory, Choose und geht dann, na, das blende ich mal kurz aus, damit ihr meine streng geheimen Superprojekte nicht seht. Love Tutorial. Genau, habe ich hier diesen Ordner erstellt. Choose Directory anklicken, genau, und dann geht ihr in euren Ordner, Ordner auswählen. Nein, und dann sind wir hier. Diese Datei könnt ihr einfach mit Rechtsklick New File erstellen und diesen Ordner GFX ebenfalls mit New Directory. GFX steht für Graphics. Und in diesem Graphics-Ordner habe ich die wall.png gespeichert. Ihr könnt von hier aus einfach direkt auf Show Location gehen. Und dann kommt er direkt zu eurem Ordner hier. Und in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu einem Paket mit vielen Grafiken, die für das fertige Spiel am Ende dieser ganzen Reihe alle benötigt werden. Darunter ist auch diese wall.png. Einfach kopieren und hier einfügen. Und ihr habt diese wunderschöne Grafik im Ordner. Um nun mit Love arbeiten zu können. Also Love ist wie gesagt im Grunde nur ein Programm, das auf euren Lua-Code wartet. Und damit das Programm auch weiß, wo es anfangen muss, braucht es halt diese Main.Lua. Von der aus ist quasi, wird alles gestartet. Und es gibt halt verschiedene Funktionen oder Events, die Love halt abruft, die wir entsprechend jetzt überschreiben oder halt erstellen müssen. Und dafür fangen wir mal an. Also es ist einfach Function, hier sehen wir schon Love, Load. Die können wir noch Arg angeben, das steht für Argumente, die man übergeben könnte. Benutzen wir hier in diesem Beispiel aber nicht. So, dann haben wir hier Load, das wird immer ausgeführt, bevor das eigentliche Programm startet. Das heißt, hier können wir dann später unsere Grafiken laden oder Variablen erstellen etc. Als nächstes gibt es dann Function Love Update. Oh Gott. Und als Parameter kann man hier dt angeben. Das steht für Delta Time. Das ist die Zeit, die zwischen den einzelnen Bildern, die erstellt werden, vergeht. Das brauchen wir dann später noch, um hier konstante Geschwindigkeiten zu haben auf allen Rechnern. Und ja, in dieser Update-Funktion passiert halt alles. Oder Bewegung und Physik oder was auch immer wird halt im Update berechnet, bevor das eigentliche Bild, was dann auf dem Monitor erscheint, dargestellt wird. Denn das passiert, das Darstellen direkt danach, in dieser Function LoveDraw. Ich hab's heute wieder mal mit der Tastatur. So, und das ist natürlich LoveDraw. Das ist dann das, was halt letztendlich das Bild auf den Bildschirm zaubert. Naja, es ist halt keine Magie, aber ja. Um das Ganze mal auszuprobieren, wie das in der Praxis aussieht, wie wir jetzt was auf dem Bildschirm zeichnen können,
Nehmen wir mal das einfachste Beispiel, und zwar schreiben wir Hello World auf dem Bildschirm. Dafür gehen wir hier auf lovegraphics.print. Hello World, und dann können wir hier die Position auf der X- und Y-Achse angeben, drücken und wir sehen Hello World. Eine Sache mache ich jetzt vielleicht noch, ich mache nochmal den Text größer, weil ich glaube, das wird wieder ziemlich klein alles. Aber so sollte das lesbar sein in der mittleren Größe. Ja, das ist Text erstmal, aber wir gehen ja noch einen Schritt weiter. Nicht umsonst haben wir uns hier die wall.png reingeholt. Die werden wir jetzt auch nochmal laden und Bilder oder Sprites erstellen wir einfach. Ich mache mal hier ein bisschen Platz, wenn da noch mehr Spieler hinzukommt. So, einfach eine Variable erstellt, ist gleich love graphics new image. Das heißt, diese Variable ist dann ein Bild im Grunde. Und hier können wir dann einfach laden, gfx wall.png, Klammer zu. So, das können wir einfach mal rausnehmen. Und nun müssen wir im Grunde nur noch das ganze Bild hier darstellen. Diese Methode heißt auch einfach nur draw. Und dann müssen wir jetzt erstes das Bild angeben. Das ist in diesem Fall Sprite. Dann kommt die Position. Machen wir einfach mal 100 auf der X-Achse, 200 auf Y. Dann kommt der Winkel der Rotation, aber es ist nicht rotiert, deswegen nehmen wir hier die 0. Und als nächstes kommt die Skalierung. Und die Skalierung soll nicht 0 sein, weil dann würden wir es nicht sehen, sondern 1 zu 1 der Originalgröße. Hier könnte man auch jede beliebige andere Zahl angeben, um es entsprechend zu vergrößern oder zu verkleinern, das Bild. Und nun müssen wir den Mittelpunkt angeben. Und den lassen wir einfach erstmal auf 0, 0, das ist die obere linke Ecke. Und wofür das noch wichtig ist, sehen wir gleich. Aber ich lade das und wir sehen hier, unser kleines Sprite wird also geladen und dargestellt. Ja, ich demonstriere mal gerade ganz kurz die Skalierung. Einfach mal 2,2 und das ist doppelt so groß. Und als nächstes würde ich halt gerne noch etwas anderes zeigen, und zwar will ich, dass sich dieses Sprite dreht. Und dafür, damit wir das hier nicht so kompliziert haben, erstellen wir uns hier einfach eine Variable, Angle, also Winkel, und ersetzen die erstmal auf 0. Und diese 0 steht auch für den Winkel, und hier, jetzt habe ich den, steht auch für den Winkel. Und da setzen wir jetzt einfach unsere Variable ein. Das macht jetzt im Grunde noch nichts anders. Aber wenn wir jetzt anfangen, unsere Variable im Update zu bearbeiten, dann hat das natürlich schon Auswirkungen. Die zeige ich euch jetzt. Und dafür rechne ich einfach auf den Winkel. Einfach dt steht für Delta Time. Wie gesagt, die Zeit, die zwischen den einzelnen Frames vergeht. Mal 2. Klammer zu, dann mal mess par durch 2. So, und jetzt schauen wir mal, was passiert. Und wir sehen, es dreht sich. Es dreht sich aber um die obere linke Ecke. Und das wollen wir nicht. Deswegen setzen wir hier den Mittelpunkt fest, und das PNG ist 16x16 groß, also schreiben wir hier einfach 8,8. Das ist dann halt quasi genau der Mittelpunkt, der ist jetzt hier einmal 8 nach rechts und 8 nach unten. Das ist dann die Mitte vom Bild, und deswegen dreht sich das jetzt wieder hier ordentlich um die eigene Mitte. Was man jetzt noch machen könnte, weil wenn wir jetzt einfach mal wieder so. Und dann
Angle hier darstellen wollen, machen wir einfach mal auf 10, 10. Lassen wir uns mal den Wert der Variable ausgeben. Wir sehen, der zählt halt immer weiter hoch. Und wenn wir jetzt einfach mal hier diese 2, das ist im Grunde bestimmt die Geschwindigkeit, machen wir einfach mal 200 raus. Wir sehen, das dreht sich wie verrückt und dieser Wert wird auch immer, immer größer. Das könnte auf Dauer halt natürlich auch zu Problemen führen. Deswegen werden wir sicherheitshalber den ganzen Wert wieder zurücksetzen, sobald er größer als 360 ist. Dann mehr brauchen wir ja nicht. So, es ist langsam so. Füllen wir das nochmal aus und wir sehen, sobald er 360 überschreitet, geht er wieder auf 0 zurück und so wird dieser Wert halt nicht unendlich groß und bereitet später auch keine Probleme. Aber es ist ja sowieso nur zur Demonstration und das sind halt nur so ein paar Sachen, die man vielleicht beachten kann. Machen wir es mal wieder auf eine normale Geschwindigkeit hier und sehen unser sich drehendes Viereck. Was aber zum Testen später noch ganz praktisch ist, ist einfach keine Grafiken zu laden, sondern selbst zu erstellen. Das zeige ich jetzt nochmal ganz kurz, indem wir jetzt hier zum Beispiel Love So, hier erstellen wir uns einfach ein Rectangle, also ein Rechteck, das gefüllt wird. Das ist hier quasi dieser Parameter. Diese beiden bestimmen X und Y, also die Position. Und hier wird die Größe bestimmt. Wir machen das einfach mal. Hier sehen wir jetzt unser Viereck. Und hier gibt es auch noch natürlich noch verschiedene Modis, die man hier einstellen kann. Verschiedene Zeichenvarianten. Also man kann auch nur den Rahmen zeichnen. Schaut dafür einfach mal ins Wiki von Love 2D2D. Und da findet ihr noch weitere Tipps und Möglichkeiten. Und um das mal zu demonstrieren, einfach mal hier 100 mal 50. Und dann sehen wir auch, dass das dann hier entsprechend angepasst wird. Und wenn man das Ganze jetzt einfärben möchte, man sieht ja, wir haben hier keine Farbe angegeben, muss man vorher die Farbe festlegen. Ich bitte meine Tippfehler zu entschuldigen, das liegt einfach daran, dass ich jetzt hier dieses Mikrofon vor mir habe und einfach mich das wieder durcheinander bringt, aber alles nicht so schlimm. So. Jetzt setzen wir die Color und wir sehen, es ist eingefärbt, aber wir sehen auch, dass diese Grafik hier eingefärbt ist. Und auch die Schrift ist eingefärbt. Was könnte man dagegen tun? Nein, ach Gott, es geht nicht. Ja, wie wir sehen, können wir jetzt einfach hier die Color wieder auf Max, also 255 und 255 setzen und dann wird die Farbe auch entsprechend wieder originalgetreu dargestellt. Nur hier, solange wir dieses Rechteck einfärben möchten, müssen wir entsprechend vorher diese Farbe festlegen und dann wieder zurück switchen im Zeichenmodus und wieder auf den vollen Farbwert gehen. Das ist einfach nur, wenn ihr jetzt gerade keine Grafik zur Hand habt und zu faul seid, eine zu erstellen, könnt ihr einfach hier mal schnell ein Rechteck erstellen, ein bisschen damit rumspielen und gucken, was passiert. Das ist einfach zu Testzwecken einfach enorm praktisch. Und daher habe ich das jetzt hier auch nochmal gezeigt.
So, das war es jetzt aber auch erstmal schon dazu. Das ist einfach nur für eine kleine Einführung in Love und wie schnell und einfach das hier geht. Ich kann ja jetzt am Ende hier auch nochmal demonstrieren, wie ich jetzt das Ganze hier ausführen kann. Das ist jetzt das Projekt-Tutorial. Ziehe ich mal auf Love. Wir sehen, es wird ausgeführt. Ich gehe hier rein und mache eine ZIP-Datei inklusive den GFX-Ordner. Die muss man natürlich auch reinnehmen. Nenne das jetzt Love. Ja. Und kann es ebenfalls ausführen. Ich kann das Ganze auch jetzt hier mal auf den Desktop schieben. Und zack. Es wird halt ausgeführt. Nur, wie gesagt, muss man dafür Love installiert haben. Oder am Ende, wenn man es dann wirklich rausbringen will, sein Spiel der Träume, dann kann man natürlich auch eine Exe draus machen. Aber das geht ein bisschen anders. Aber das habe ich am Anfang ja gezeigt. So, alles klar, das war's für den ersten Teil. Vielen Dank fürs Zusehen und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.